Den hat es zerrissen. So, dann dürfte es ja auch wieder relativ sicher sein drin. Dann kann ich jetzt hier, wo das Tor offen ist, meinen Weg fortsetzen. Schön. Um die Kleinen kümmere ich mich jetzt mal eben nicht. Haben wir da keine Zeltür. Wir sehen lieber zu, dass wir hier schauen. Tentakelwände, die kriegen wir nicht ohne weiteres down, wurde uns ja vorhin gesagt. Oh, scheiße. Oh ja, da erwischen wir doch eine kleine Menge an Gegnern. Rapp, 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 rapp. Das waren jetzt 32 Kills. Ist vertretbar. Ich hatte schon weniger gehabt und sowas. Und die Belohnung ist gar nicht schlecht. Damit haben wir jetzt nämlich auch den Vorposten hier eingenommen. Und immer einen schönen Schwung an Soldaten. Schön, 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 wenn es läuft. Na dann, gucken wir doch mal, dass wir jetzt die Festung hier noch einnehmen. Das Gebiet hier. Der Westruinenraum ist geschlossen. Ouchi, warum denn das? Ah. Vor allem gerade der, wo ich drin bin, wieder, ne? Gut, dass die Verstärkung gerade hier drin spawnt, wo ich gerade stehe. Das kann mir nur recht sein. Ham! Double Kill! Elegant! Das habe ich auch noch nicht allzu oft geschafft. Meine Fresse. Also mit so einem Finisher einen Double Kill hinlegen? Klappt scheinbar ganz gut. Oder? Oder lebt er doch noch? Ist das derselbe? Egal. Er kriegt seinen eigenen. Wenn er denn drauf besteht, unbedingt. So, damit gehört die Festung mir. Verpisst euch hier. Und ich mache jetzt mein Item auf. Da dürfte was drin sein, um die Tentakel wegzukriegen. Nehme ich mal spontan an. Der Boomerang. Jo, der tut. Gegner betäuben. Okay, damit kann man schätzungsweise den Tentakel einfach nass hauen, dass sie sich verpissen. Ja, genau das klappt. Ist gut. Ich mach mal eben hier die Kübel noch kaputt, in der Hoffnung da... Tada, danke sehr. Noch ein paar Rubine rauszukriegen. Das schafft ihr hier alleine, ne? Ich kann da noch nicht lang, da ist noch... Ich will da noch wohin. Ich bin ja noch nicht fertig für heute. Tada, Hallöchen. Da ist noch ein Weg, wo ich rein will. Hier unten. Aber das macht mir keiner auf, wie es ausschaut. Ihr Schweine. Da ist doch bestimmt eine Fee drin. Wenn ich Pech habe, muss ich da gleich noch hin. So, Sekunde. Schnell Waffen. Oh. Ich laufe irgendwie gerade falsch. Ich wollte den Stein ja kaputt hauen, genau. Schade, da komme ich noch nicht rein. Hat sich nichts dran geändert. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Dann wählen wir jetzt den Bumm. Doch, den Boomerang wieder aus, genau. Zack. Fein. Aber das Tor ist zu, natürlich. Warum auch nicht? Jetzt darf ich die ganzen Scheiße wieder außen rumrennen. Fuck. Das hatte ich mir anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Aber es kann doch nicht alles so laufen, wie man sich's vorstellt. Okay, gehen wir den langen Weg außen wieder rum. Ist ja alles in Ordnung. Ich muss eh rechts lang. Viele Wege führen nach Rom, wie man so schön sagt. Ist hier noch alles in Ordnung? Jo, da chillt Impa noch ein bisschen. Dann ist ja alles brav. Jetzt. So, mit dem Fußvolk hier brauche ich hier nicht allzu viel machen. Die ratzen eigentlich auch so weg. So, tading. So. Wir kommen hin, wo wir hinwollen. Friss das. Können wir jetzt die Festung hier oben noch eben einnehmen, wo wir schon mal hier sind. Zack. Den Bumerang einen hier rausziehen. Ah, die haben schon ganz nette Vorarbeit geleistet, wie es ausschaut. Oh, scheiße, daneben geschmissen die Bomben. Leck mich, Penner. So. Pack, pack, pack. Der Kommandante ist da. So, den hat's auch zerrissen. Tada! Sofort noch ein bisschen Verstärkung gespawnt hier. Ich gucke hier mal eben noch, dass ich die Tür nach unten hin aufkriege.
Weil da noch ein Torwächter steht. Bumm. Toll. Jetzt ist die Tür auf. Klaro. Aber okay, wir meckern ja nicht. So, ab nach oben. Es wird langsam Zeit, in den Arsch zu treten. Da. Bumerang, ups. Das war das Falsche, ups. Da, Bumerang, geht doch. Da haben wir noch einen Versorgungsvorposten, den wir natürlich sofort einnehmen. Wer verschwendet, wenn nicht? Machen wir hier mal eben noch auf. So. Kann losgehen. Jetzt geht auf die Schnauze. Oh Gott. Oh Gott, was passiert jetzt? Sie verpisst sich und... Och, Leute, was soll das denn? Lass doch gut sein. Ach, scheiße. Das sieht gar nicht nett aus. Die Siegbedingungen haben sich geändert. Das muss ich bestimmt mein Handler besiegen. Jo, das war irgendwie absehbar. Bombardiert das Hauptquartier. Ach du Scheiße, geh mal schön fegen. Jemand muss sich darum kümmern. Ja, weil die ist jetzt meine Aufgabe. Das Hauptquartier darf nicht fallen. Ja, super. Wie lange soll ich denn da laufen, bis ich da bin? Wenn irgendwas ist. Ja, dann gucke ich erstmal ins Hauptquartier, bevor irgendwas passiert. Ciao, Leute. Viel Spaß noch. Hat da bestimmt irgendwelche Gegner reingerotzt, die mich jetzt am Sack gehen. Schauen wir mal ganz fix danach jetzt. So, wie schaut es hier aus? Gar keine Monster. Der rotzt hier einfach nur drauf. Also habe ich ein Zeitlimit. Scheiß die Wand an. Fuck! Das war gerade absolut keine schlaue Idee, hier runter zu rennen. Oh, manchmal bin ich echt zum Atmen zu dumm. Okay, wieder hoch und dem Ding in den Arsch treten. Ist gut. Durch diesen halb zerratzten Turm hier laufen. Man kommt ja zum Ziel. Gut, dass man sich einigermaßen fixe bewegen kann. Hallöchen. Ich bin zu Hause. Oh Gott. Düdüt. So, da ist der Schwachpunkt. Schnell drauf und drauf und drauf. Okay, das war's. Au, 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 au. Wow. Nicht erwischt? Nice. So. Na komm, wo bist du jetzt verwundbar? Meine Süße. Wow, die Pingpunkte durch die Gegend. Ey, das ist ein Viech, du. Meine Fresse. Oh, raus da. Das ist Gift. Das bringt nichts, die sind noch Metallern. Dankeschön. So, jetzt fahrt mal schön die Köpfe wieder ein, dass ich draufhauen kann. Danke sehr. Sch
Schnell, 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 schnell. Nein! Eine Phase gibt es noch. Scheiße. Ich bin zu lahm, oder? Nee, es hat gereicht. Ich tritt den Rückzug an. Zeit, weil ich in die unter der Erde... What? Die spawnt jetzt woanders. Nehme ich spontan mal an. Wo ist das Viech? Ach, nö, oder? Was soll denn die Scheiße? Oh, man gönnt mir auch keinen schnellen Sieg, oder? So, der Tentakel ist schon mal platt. Lauf, 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 lauf. Einmal drauf da. Gut, Schick kümmert sich um das Viech da oben, dann kann ich nämlich hier unten weiter draufhauen. Oh, das Ding steht sogar ganz in der Nähe. Kann ich nämlich durch die Festung durch. Und komm dann dahin. Okay, einmal drauf da. Und das Viech ist auch tot. So, jetzt sind die letzten beiden noch. Wenn Schick sich um den oberen der beiden kümmert, wie sie es gesagt hat, dann muss ich im Prinzip nur noch ein Ding platt prügeln und dann bin ich hier durch. Ups, gehen wir eben hier lang. So. Schauen wir doch mal eben. Über die Brücke. Da ist ein Tentakelchen. Hallo. Rennt an dem Ding nicht vorbei. Greift doch mal an, bitte, Leute. Muss ich denn hier alles machen? Okay, Schick hat irgendwie noch gar nicht, ja, nichts gemacht. Da taucht er wieder auf. Hallo. Oh. Oh, das war jetzt gemein. So, Sekunde mal eben. Ich habe hier irgendwas gesehen, was ich noch haben wollte. Genau, da vorne. Danke. Für ein Material muss noch Zeit sein. So. Oh, Mist. Jetzt geht das Spielchen mit den Tentakeln kaputt, hauen wir da los. Au, fuck. Macht gar nicht schlecht Schaden, wenn das Ding so abgeht. So. Au. Bleib mal cremig, Mann. So, was jetzt? Danke. So, jetzt kommt das Ding, geht jetzt wieder auf. Dann kann ich da reinhauen, wie ich Spaß dran habe. Muss ich wieder zwei Phasen machen. Mehr als die Hälfte runterkloppen geht. Okay. Beim nächsten Durchlauf sollte ich sie eigentlich haben. Au, wenn sich jetzt keine... Au, 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 geh mal fegen. Keine größeren Probleme auf. Verdammt, die war gerade verwundbar. Brrp, das Ding Space wieder durch die Gegend. Ich sollte ein bisschen Abstand halten. Rotzt jemand anders voll, Mann. Oh Gott, jetzt. Scheiße. Geh mal fegen. Da ist eins von diesen scheiß Mistviechern gespawnt. Au! Bleib mal Ups, das war dumm. Da bin ich aus Versehen auf die falsche Taste gekommen. Machen wir wieder aus. Oh, oder mach so. Was mache ich hier gerade? Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Jetzt mach mal wieder verwundbar hier, Mann. Au, au, au. Das ist mir gerade viel zu gemein, ich sauf meinen Trank. Macht euch einen Plan. So, leckt mich. Ich habe erst einen Kopf davon down. Das ist doch nicht wahr, oder? Ja, danke. Ey, das Ding macht in der zweiten Phase aber auch Probleme, du. Meine Fresse. Komm, jetzt krieg ich's aber. Und das war's. Finisher. Bing. Meine Fresse, das Viech hat sich auch gewehrt, du. Oh, na leck mir am Arsch.
Die zweite Phase war gemein. Los, zur Altarstätte. Immerhin muss ich da nicht zu Fuß hin. Ist doch auch schon mal viel wert. Okay, also das lief jetzt nicht so wie erwartet, würde ich mal spontan sagen. From Link, she stole the Triforce of Courage. The Triforce of Wisdom was the birthright of the royal family of Hyrule. Yet she bore it when Sia attacked. Once Sia possessed all the pieces of the Triforce, she used its incredible power to bend time and space and open doorways through the ages. Portals to three eras appeared. Lana explained to the others that a gate of souls had been opened in each of these eras, and it was through these gates that the monsters came. By opening these gates, Sia had released the fragment of evil spirit imprisoned in each of the other eras. The task before the heroes was therefore to travel through each portal and close its gate. Once all the gates were closed, they could begin repairing the damage Sia had inflicted on their land. With time growing short, Link and his allies split up to handle all three gates simultaneously. They each vowed to close their gate and return safely. Okay, damit ist die Aufgabe klar. So, ich habe eine halbe Stunde gebraucht dafür. Meine Fresse, das hat sich ganz schön gezogen. Deku-Stab erhalten, okay. Nett. Was kann sie tragen? Feuerstab mit Rubinbonus. Sternbonus, Wasserbonus, nett.
Nimbus Garden Schwert, mein Handler Giftstaub, 13 Panzer da, 36 Lumpen und ein Bildfragment. Dankeschön. So. Okay. Ich würde spontan mal. Oh Gott. Ja. Ist gut. Jetzt teilt sich das hier so dezent auf. Auf halt, wie erwähnt, die drei Sachen. Was jetzt hier weitergeht, gibt's dann für euch in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein und sage mal, bis dann, Leute. Ciao.